Batman. Ja. Yeah. Gucken, wo wir hier durchkommen. Schauen wir mal. Ich bin immer noch sauer auf den Fettsack. Immer noch. Okay, das ist er. Der Moment, auf den wir beide gewartet haben. Aufgeregt. Scarecrow ist genau da unten. Also hältst du ihn auf und rettest Oracle? Oder bekomme ich noch eine Nase von dem köstlichen Gas, während du hilflos ihren Tod beobachtest? Wie entscheiden wir uns? Jetzt gibt's eine rein, aber wer ist wer? Näher, nur näher. Hm. Dies ist die Wer ist der echte Scarecrow-Show? Also, wo ist unser erster Teilnehmer? Sie da, mit den Ohren. Treten Sie ruhig näher. Wie heißen Sie, Sir? Bruce? Also, welcher ist es, Bruce? Knifflig, oder? Hä? Ist es der auf der linken Seite oder der auf der rechten? Keine Ahnung, wir nehmen jetzt hier die rechts. So ein Pechpads! Okay. Noch mehr Zeug in die Fresse. Du stirbst nicht. Es fühlt sich nur so an. Mein Toxin füllt deine Lungen und ertränkt dich in deinen größten Ängsten. Was siehst du? Eine Stadt unter dem Joch der Angst? Betrogen von jenen, denen du vertraut hast. Dein dunkelstes Geheimnis wird offenbar. Während ich deinen Geist zerpflücke, sieht Gotham zu. Ich werde dir die Maske vom Gesicht reißen. Und die ganze Welt soll die Furcht in deinen Augen sehen. Auch sie werden dann verstehen. Oh, ich weiß, was ich machen werde. Kein Erlöser. Keine Hoffnung mehr. Nie mehr Batman. Ja, ja, komm. Vielleicht ist es schon passiert. Sehe ich deine hässliche Visage auch besser, mein Freund. Ja, nee, ist klar. Sieh mich an! Ich bin großartig und dieser Körper! Unglaublich, wie stark er ist! Oh, nee, los. Bemerkenswert, diese Brutalität. Los jetzt, erledige ihn! Sieh ihn dir an, er ist nicht besser als der Kerl, der deine Eltern umgebracht hat. Du musst etwas tun, du musst ihn aufhalten! Du musst etwas tun, du musst ihn aufhalten! Gut. Na? Irgendwas stimmt nicht. Du bist anders. Ich betrachte es als immer noch in Arbeit. Aber es zeigt Potenzial. Du sitzt in der Falle. Du kannst nicht davonlaufen. Wer hat was von Laufen gesagt? Jo. Na klar. Ja, wieder. Oh, klar. Piep, piep, piep. Sendet über ganz Gotham. Sie müssen das sehen. Kann ich runterfallen, natürlich von mir? Stadt erwartet es, Abgrund zu sehen. Deine Freunde im Griff des Todes.
Dieses Mal hast du dich übernommen, Batman. Und jetzt ist dein Scheitern so gut wie vollendet. Und wenn der letzte Atemzug aus ihrem Körper weicht, wird sie wissen, dass du sie im Stich gelassen hast. Alfred, er hält Oracle im Unterschlupf in Chinatown fest. Ich bin auf dem Weg dorthin. Bitte beeilen Sie sich, keiner weiß, was er ihr antun wird. Gucken, ob das... Können wir da nochmal dran, um Speed zu kriegen, hä? Warum geht das nicht? Ach man. Das muss reichen. Batmobil. Wo bist du? Batman ist nicht wirklich eine Fledermaus, oder? Ich habe ihn nämlich vor kurzem gesehen und er sah echt aus wie eine riesige Fledermaus. So. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier war ich doch schon mal. Das Fenster hab ich doch kaputt gemacht. Ah, guck mal da. Was? Wir hetzen uns hier Barbara. Ab und Crane hat sie schon getötet? Ha! Null Gespür für den Moment. Wir beide wissen, dass Angst Theatralik ist. Mhm. Also gestatte mir die Freude, diese Show aufzuführen. Oh, ich hab das Sackgesicht wohl falsch eingeschätzt. Oh, oh, da kommt das Toxin. Ich kann es fast schmecken. Was passiert hier? Barbara! Was passiert hier? Ja, jetzt siehst du es. Das Grauen hinter dem Glas. Das Monster, das dein Ende sein wird. Außer du nimmst diese Waffe und verweigerst es dir. Hör nicht auf ihn! Bitte! Bitte, nein! Barbara, ich bin's. Barbara. Dein Freund. Du kriegst mich nicht. Das ja. Lass ich nicht zu. Pust dir die Rübe weg. Oh, langweilig. Hätte gern gesehen. Allen, die dir folgen, nicht mal Blut. Ja, tschüss, Barbara. Sir, was geht da vor? Sie ist fort. Eine Mission weniger. Super. Barbara. Scarecrow hat mich bestraft. Er hat sie getötet. Nein. Oh nein. Sir, wir müssen uns konzentrieren. Die Bürger Gothams brauchen sie. Ich hätte sie beschützen müssen, Alfred. Sie ist meinetwegen gestorben. Sir, bitte hören Sie. Aus sechs Dateien geht hervor, was der Cloudburst macht. Es ist eine Art Zerstäuber. Sir, sehen Sie denn nicht? Scarecrow hat die Mittel, die ganze Stadt in Angstgas einzuhüllen. Sie haben die Aktivierung verhindert, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Sir, haben Sie verstanden? Das hat er. Er fragt sich gerade, wie er so weiterleben kann. Master Bruce, lassen Sie Miss Gordons Tod. Master Bruce. Der darf nicht umsonst sein. Du kannst sie nicht zurückholen. Lass oh. Onkel Jay übernehmen. Man hört heulen auf, mach weiter hier. Ich will prügeln, kloppen, Leute fertig machen und diesen verdammten scheiß Scarecrow endlich in die Finger kriegen. Der fuckt mich ab, die dreckige Vogelscheuche. Oh nein. Sir? Alfred, führe einen Satellitenscan der Stadt durch. Sag mir sofort, wenn du den Cloudburst hast. Natürlich, Sir. Wo gehen Sie hin? GCPD. Ivy war immun gegen Scarecrows Gift. Sie glauben, sie wird helfen? Sie hat keine Wahl. Los, Bats. Los, das GCPD. Batman, was komm. Jawohl. In welche Richtung musst du denn fahren? Ich hab irgendeine neue Waffen, aber ich wollte die irgendwie überladen. Was haut der ab? Die packe ich mir. Die greife ich mir. Was soll das denn hier?
Oh, yo. Komm jetzt. Ja doch, kann ich. Hyper Batman. Boom. Kurz angetickt, erwartet. Ein weiterer Lieutenant der Polizei. Sehr schön. Yeah, yeah, yeah. Hell yeah. Ja, komm, hier, haut ab. Vorsicht, Batman hat eine Kanone auf seinem Schlitten, der macht uns die Hölle heiß. Ja. Wie kommt man denn hier raus aus dem Mist? Ach hier. Hut, 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 hut. Schnell. Prisoner Detention. Yeah. Schön dich zu sehen, Batman. Halt's Maul. Na? Wie ist im Knast? Das ändert gar nichts. Die Männer draußen haben ihre Befehle. Sie ja, ja. Wissen, wen sie töten sollen. Ich kann mir diesen Mist nicht mehr länger antworten. Findest diese Waffe? Der Neid kennt die Thema. Alles in Ordnung? Pass auf dich auf! Hey, Pema, alles in Ordnung? Pass auf dich auf. Wer bist du? Was willst du hier? Was soll das hier? Exit. Exit to left, exit to right. Maximum Security. Hier geht's ab hier drin. Hier sind die richtigen Haaren. Was ist auf dem Luftschiff passiert? Halt die Fresse. Hat sich den Cloudburst geschnappt. Schätze, das ist übel. Wo ja, ist komm, Gordon? Warst gar nicht dabei. Er sucht immer noch nach Barb. Ist nicht zu erreichen. Sag mir, dass du sie gefunden hast. Cash. Es tut mir leid. Nein, sag nichts. Nichts. Wenn Gordon hierher kommt, sperren Sie ihn ein. Wenn er sich Scarecrow vornimmt, kann das niemals gut gehen. Scarecrow, ja. Weiter geht's. Ich brauche deine Hilfe. So wie ich das sehe, brauchst du ein Wunder. Warum macht dir das Gas nichts aus? Du hast Angst. Hättest du auch, wenn du wüsstest, was Scarecrow vorhat. Und warum sollte ich dir trauen? Weil ohne deine Hilfe jede einzelne Pflanze in dieser Stadt sterben wird. Wegen diesem Wunder. Ich habe eine Spore als Gegenmittel für Cranes Gift entwickelt. Einfach, wenn man weiß wie und Pflanzen auf Molekularebene manipulieren kann. Könnte das die ganze Stadt schützen? Theoretisch. Aber allein schaffe ich es nicht, genug davon zu produzieren. Dann besorgen wir dir Verstärkung. Wohin? Die botanischen Gärten. Das sind die ältesten Pflanzen Gothams. Sie verraten mir, was wir tun müssen. Einfach hinten rein in den Kofferraum, die Alte. Pack die Frau in den Koffer. Komm ich hier durch? Jawohl, einfach durchpreschen. Und jetzt? Cash, das Rolltor öffnet sich nicht. Was ist los? Da draußen ist ein verdammt dicker Panzer unterwegs. Sieht unfreundlich aus. Ganz wie ich. Öffnen Sie das Rolltor und ich scanne ihn vom Dach. Vielleicht finde ich eine Schwachstelle. Ich mach auf. Lass dich nicht umbringen. Ey, jetzt muss ich hier unter den drunter her kriechen, oder was? Was soll denn so ein Mist? Da ist der Panzer. Ich muss seine Hülle scannen, um eine Schwachstelle zu finden. Auf diese Entfernung muss ich zum Scannen auf das Ziel zoomen und fokussieren. Die linke Seite ist gescannt. Jetzt muss ich die Rückseite ist gescannt. Jetzt die rechte Seite scannen.
Gewalt auf Stacks Luftschiff entsprach nicht deiner üblichen Brutalität. Es war Sadismus. Deine wahre Natur bricht hervor. Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Die Cobra-Drohne würde das Batmobil nach ein paar Schüssen in Stücke reißen. Und ihre Panzerung kann von den Waffen des Batmobils nicht durchdrungen werden. Sie hat aber eine Schwachstelle. Der hintere Auspuffstutzen führt direkt zur Energiequelle. Ein gut platzierter Schuss mit dem 60mm Geschütz sollte sie ausschalten. Ich muss aus der Reichweite des Panzers raus, bevor ich das Batmobil rufen kann. Na, dann rufen wir mal das Batmobil. Ich muss aus der Reichweite des Panzers raus, bevor ich das Batmobil rufen kann. Da unten an der Minimap sieht man's. Ich muss aus der Reichweite des Panzers raus, bevor ich das Batmobil rufen kann. Auf dem Radar kann ich die Drohne verfolgen, damit ich die Auspuffstutzen von hinten anvisieren kann. Wow. Spielpanzer zerstört? Unmöglich. Wir wissen, welches Kaliber er einsetzt. Die Panzerung hätte standhalten müssen. Man kann nicht einfach einen einzelnen Kampfpanzer einsetzen und erwarten, dass er ihn zerquetscht. Batman ist zu gut dafür. Phase 2 des Angriffsplans aktivieren. Alle Cobras in Formation einsetzen. Mr. Wayne, ich hoffe, der Panzer hat Ihnen keine Probleme bereitet. Ich dachte, es würde Sie interessieren, dass das angeforderte Batmobil-Upgrade beim Uhrenturm auf den Einbau wartet. Falls der Wagen überhaupt noch ganz ist, natürlich. Danke, Lucius. Ich möchte hier erstmal durch die Höhle fahren. Wo geht's denn hier lang? Hui. Cool. So, jetzt wollen wir noch. Fahr doch da rein mit deiner linken Karre, du brichst ja sonst alles zu Klump. Boah, mach, dass ich fliegen kann. Und mach das Ding mal sauber. Oh. Magnetischer Impuls wurde entwickelt, um Drohnenzielsysteme zu stören und anfliegende Raketen fehlzuleiten. Erfolgreiche Treffer immobilisieren zudem Bedrohungen in der Umgebung. Geht ab. Wo sonst noch was? Oh, schade. Jetzt muss ich nur Ivy zum Botanischen Garten bringen. Na komm. Danke, Alfred. Ich muss sie ausschalten, bevor ich Ivy absetze. Finch A. Hä? Ah. Wow. Ich muss ihnen fernbleiben und sie von hinten angreifen. Alter Falter, ich wollte eigentlich da durch. Aber irgendwie rutscht es so und auf einmal ist die Kamera so weit hinten. Ey, da weiß man doch gar nicht, wo man hinfahren soll. Was soll denn der Scheiß? Was soll das denn hier mit der Kameraperspektive? Ist doch voll der Rotz.
So. Und warum braucht der 100 Jahre, um zu aimen, um anzuvisieren? Wir ändern die Priorität, da schlecht zu aimen, deshalb bin ich. Nicht das Computer-Zielsystem. Drohnen haben das Ziel verloren. Finden Sie es wieder! Habe ich den einen? Ja, Feldkopf über runter kann man nicht korrigieren. Aber. Ja, da kommen wir nicht lang. Ja, von mir aus holst du mir die Karre ruhig zu breit. Ja, fick dich einfach. Gott, ist das schlecht, ey. Ich hasse sowas. Warum musst du mit so einem behinderten scheiß Auto die ganze Zeit rumfahren und irgendwelche Dinge auseinandernehmen? Mann, lad, mach. So. Komm, hör zu, jetzt auch, kommen wir die Dinger auf dem Map drauf, damit ich die wegholzen kann. Oh nein, jetzt muss ich das hier auch nochmal über mich hier gehen lassen. Ja. Jetzt muss ich nur Ivy zum botanischen Garten. Ja, und wo ist der botanische Garten? Aha. Komm, den. Oh, jetzt sind wir weg, denke ich, das wird hier so wie ein Plattler. Fledermaus hat nicht die geringste Chance, Scarecrow noch aufzuhalten. Doch, hab ich. Und Scarecrow aufgehalten, hab ich Spiel vorbei, oder was? Kommt da nichts mehr. Nervt mich lange. Ich hätte schon viel früher gerne auseinandergenommen, um mehr Bösewichte bekämpfen zu können. Bad. Dann wieder weg. Batman, du musst die Panzer von hinten angreifen. Von hinten. Stück zum botanischen Garten zu bringen, Batman. Ach so, das jetzt fängst du an, dich zu beschweren. Na, mal mal hinten aufmachen, ne? Da wären wir, Ivy. Was jetzt? Sieh nur. Sie ist älter als die gesamte Menschheit es ist. Sie hat noch immer große Macht. Okay. Aber sie ist schwach, vergiftet durch Jahrzehnte der Verschmutzung. Allein kommt sie nicht gegen Scarecrows Gift an. Dann brauchen wir noch eine. Es gibt keine zweite wie sie.
nicht mehr. Was ist passiert? Was glaubst du denn? Menschen. Sie wurden gestutzt, überbaut, bekamen kein Sonnenlicht mehr. Wenn ich die Wurzeln finde, kannst du sie retten? Sie sind verloren. Vergraben unter den Betonmonstern. Wie willst du... Je größer die Pflanze, desto tiefer die Wurzel. Warte hier. Ich finde einen Weg, sie zu befreien. Ja, klar. Ich muss ein uraltes Wurzelsystem verfolgen. Es verläuft tief im Untergrund. Ich kann sicherlich etwas zusammenbauen, aber es wird etwas dauern. Kommen Sie vorbei, wenn Sie bereit sind. Danke, Lucius. Alfred, gib mir ein Update für Gothams Fahndungsliste. Mal sehen. Nightwing hat einen weiteren Truck des Pinguins verfolgt. Das sollte uns zu einem weiteren Depot führen und uns die Gelegenheit bieten, Cobblepot von seinen Waffen zu trennen. Wir haben einen Raubüberfall in der Bank of Gotham in Chinatown. Die Überwachungsaufnahmen entlarven die Täter als Vertraute von Two-Face. Hat Mr. Dent seine Münze verlegt? Was immer er will, er muss gestoppt werden. Danke, Alfred. Bei Two-Face ist gerade nicht aktuell. Achso, weil die mit... Nee, okay, ja, der wird irgendwann mal aktuell. Also hier kann man... Uppala, noch jede Menge machen auf jeden Fall. Da, Ihmchen wollte ich hier noch weiter verfolgen. Ja, Harvey ist dazugekommen. Da werde ich mich auf jeden Fall auch mal noch drum kümmern. Was haben wir denn hier noch? Ja gut, das sind jetzt, denke ich mal, so Kleinigkeiten. Da gibt es hier 1 von 4 und 0 von 6, 0 von 5 auf den jeweiligen Inseln, wo man die ganze Zeit hin und her kann, dass man da so ein paar Leute befreit. Ja, die Panzer weghauen. Ist auch nicht mehr viel jetzt hier für den Inselteil. Was ist das? Ach so, okay. Also... Wie gesagt, hier gibt es jede Menge Sidequests, die ich noch machen kann. Hier ist zum Beispiel was, da könnte ich echt untersuche zur Schau gestellte verstümmelte Leiche. Da könnte ich dann halt gucken, was sich daraus noch entwickelt. Diese Türme erinnern mich irgendwie noch zu stark an Assassin's Creed. Das ist, kann ich mir gerade noch nicht geben. Aber Riddler hier, boah, 243 Rätsel hat er insgesamt hier in ganz Gotham. Das ist der Pingu. Und was haben wir hier noch? Ja, das ist dieser Feuerattentäter. Also wie gesagt, es gibt auch jede Menge zu tun. Alfred, ich bin auf dem Weg zur Tiefgarage des Wayne Towers. Mal sehen, wie Lucius Ivys Pflanzen aufspüren will. Was ist er denn jetzt da drin? Zeigen wir denen, wer der Boss ist. Also, wessen Kehle schlitzen wir zuerst auf? Ja, dann mal auf den Weg zum Wayne Tower, um meine Upgrades zu holen. Oder was auch immer. Auf geht's. Aber nicht mehr heute. Bis dann.